Well, that was short. Again? All this screaming and running starts to get old. Do you think it's the pose? Too much, perhaps? It was rather impressive. We should ask when we catch them. You know, beat an answer out of them. Und mit diesem kleinen, klamaukigen Intro willkommen im Gameplay Let's Play zu unserem Gamescom Let's Play zu, wie heißt es mal, den Champions of Antaria. Ich vergesse den Namen immer. Denke immer Heroes of Antaria. Ja, ich denke immer Heroes of Antaria oder irgendwie sowas und nicht Champions. Nein, Champions. Ja, ihr seht jetzt in den kommenden Folgen das Gameplay, das wir auf der Gamescom ausprobieren durften. Also hier sind wir jetzt erstmal im Tutorial. Ja, okay. Die erste Folge ist das Tutorial. Martin durfte spielen, ich saß nebendran. Ich hatte die Kopfhörer auf, er hatte die Finger an der Tastatur. Gute Kombo. Mhm. Ja, hier lernt man jetzt erstmal nur die Grundlagen des Spiels, wie es funktioniert. Große Kämpfe sehen wir jetzt hier nicht, aber das kommt dann nachher noch. Ja, das, vor allem die Steuerung ist auch ziemlich so, also ja, wie man es gewohnt ist aus solchen Rollenspielen, Rechtsklick irgendwo hin, Kamera mit der Tastatur, genau. Maus ziehen, ja, die Kamera verändern, ja. Ja. Yes. Mhm. Well, those bandits made quite the mess of this place. They really do deserve a good beating. There's just no excuse for untidiness. We should split up. Find them before they bring reinforcements. Und wie jeder gute Filmekenner weiß, ist es immer gut, die Gruppe aufzuteilen. Ready to fight the good Zusammenbleiben fight. Ist immer blöd. Onwards. Genau. Gerade bei Horrorfilmen sehen wir das öfter. Richtig. Zum Spiel erstmal. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es noch gar nicht As gesagt. Oder haben wir es schon gesagt? Doch. Also, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. We'll have that blockage out of the way soon enough. Einen aktiven Pausenmodus. Das heißt, man kann jederzeit pausieren und die Kämpfe neu planen oder alles neu planen und wieder das Spiel fortsetzen. Ja, und links und, ist jetzt aufgeploppt, dieses Fenster. Das ist eigentlich eines der Haupt. Wie soll man sagen? Hauptaspekte. Ja, das, was das Spiel halt besonders macht, sind, deswegen ist auch kurz Pause, seht ihr diese fünf Naturen auf der linken Seite. Jede Klasse, der hat jetzt die Stahlklasse, hat eine eigene Natur und macht halt jetzt zum Beispiel der Krieger als Stahlnatur ist besonders effektiv gegen Naturklassen, während er besonders anfällig ist gegenüber Feuerklassen. Yes, I will go. Genau, das und kann man immer so im Uhrzeigersinn ablesen, was gegen was effektiv ist und was auch gegen was anfällig ist. Kommen wir jetzt auch dann zum ersten Kampf. At last! May you prove a worthy foe! Der erste Gegner, der ist jetzt auch Metall, wie man sieht. Ja. Und ja, hier sieht man auf der linken Seite auch zum ersten Mal erklärt die besonderen Angriffe, die man hat. Ja, da ist die Pause. Ja, Martin muss dreimal ausprobieren. Ja, mehrmals auf die Leertaste gedrückt. Und hier seht ihr jetzt genau den Umkreis. Den Umkreis habe ich nicht ganz verstanden. Ist es, wie weit der Angriff wirkt oder in welchem Bereich? Also in dem Bereich kann er den Angriff jetzt von der Stelle, wo er steht, wirken. Ah, okay. Und also ja. Wir sehen jetzt, wir aktivieren das jetzt, glaube ich, und dann wählen wir den Gegner aus. Dann muss er erst noch ein Stück vorlaufen, bevor er dann den Stun, ist ein Stun, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, so ein Schildstun, ja. Aber wir kriegen jetzt hier ständig mal, jetzt sehen wir es hier, wir kriegen immer wieder was erklärt. Ja. Und da ist jetzt die gepunktete Linie, die zeigt jetzt eben an, dass wir noch vorlaufen müssen. Und die Vorlinie dann, wie der Angriff aussieht. Ja, und ihr seht da rechts unten ist es jetzt in den ersten von vier Quadraten erschienen. Das ist die, wie heißt es, die Warteschlange. Die Warteschlange, die Q, genau. Jetzt haben wir noch dreimal ausgewählt Angriff. Das heißt, der Krieger wird jetzt erstmal diese vier Punkte abarbeiten, wenn der Pausenmodus beendet ist. Care of this. Genau. Ich glaube, der Pausenmodus hier ist automatisch passiert. Damit genau, das hat er uns jetzt noch erklärt hier. Wir haben jetzt, hier kommt der Stun. Und dann drei Schläge. Und der Krieger macht jetzt erst, würde jetzt erstmal so weitermachen mit normalen Angriffen, wenn wir es nicht wieder pausieren würden, um neue Attacken auszuwählen. Aber wir können nicht. Ja, weil wir noch Cooldown haben, sehen wir ja. Und da ist der erste auf dem Tod. Haben uns riesig gefreut, ja. Ganz Ubisoft stand, haben wir zusammengeschrien. Genau, wir waren auch die Ersten, die diesen Gegner besiegt haben. Ja, alle davor gescheitert. Durch die Reihe.
Understood. Ja, hier wieder eine Straßensperre, ein Dornenbusch, aber ich glaube, jetzt geht's auch mit dem nächsten Charakter gleich weiter. So. Soweit ich mich noch erinnern kann, müsste der jetzt da durchstoßen. Ja. Ja. Jetzt sieht man da oben auch. Attack! Warten wir es mal ab. So, hier haben wir jetzt Feuerspinnen oder Feuerameisen. Ich glaube, Spinnen waren es, ja. Die sind extrem gefährlich gegen Metall, wissen wir ja vorher, Feuer gegen Metall. Und deshalb müssen wir da jetzt etwas aufpassen. On my way. Soweit ich weiß, kommt jetzt da von rechts klein anderer rein. Ah, ja, hier seht ihr auch natürlich das normale System. Also erstmal das Charge-System, das ist in der ganzen Reihe dann. Also man kann auch wirklich Wegpunkte setzen, die arbeitet dann der Charakter ab. Das war jetzt eben so geplant, dass wir da vorlaufen und dann die Attacke machen. Ja, allerdings kannten wir das Spiel nicht und haben natürlich vergessen, dass die sich eventuell auch bewegen können. Das geht jetzt hier noch gut, aber später dann eben nicht mehr. Da laufen die dann weg in der Zeit, wo wir uns auch bewegen. Da haben wir uns dann ziemlich verplant, ja. Auf dem Papier klang es ziemlich gut, ja, aber in der praktischen Führung. Das müsste jetzt auch. Die Gegner waren jetzt ziemlich schwach, deshalb haben wir das gut geschafft. So, da haben wir den. Sie. Die. Oder die, ja. Entschuldigung. Mensch. Und zwar die Bogenschützin. Also irgendwie ist es natürlich auch klischeehaft, ne? Weißt du, der Mann ist der Krieger, die Frau ist der Bogenschütze. Aber auf jeden Fall, ja, hat die andere Spezialfähigkeiten. Ihr seht auch gleich das Blatt. Das heißt, sie ist die Feuernatur. Und der Gegner ist Wasser. Ich glaube, war Natur effektiv gegen... Nein. Nee. Wasser muss effektiv, siehst du ja links an dem Rad da, Wasser muss effektiv gegen Feuer sein, nehme ich mal an. Und deshalb ist da dazwischen wahrscheinlich noch der Blitz. Richtig. Ah, das ist verplant. Ja, nee, missgeschickt. Ich dachte, das wäre jetzt unserer, der da von rechts reinkam. Ah, stimmt. Und dann den erst Schuss hast du auch daneben gesetzt. Ja, den habe ich daneben gesetzt. Da hat mich dann der... Ich glaube, es war sogar ein Entwickler. Hat mich darauf hingewiesen, dass es gar nicht unser Charakter ist und dass wir den angreifen sollten. Aber hier können wir jetzt schön mit dem Krieger helfen. Der kann gleichzeitig natürlich den Stun reinhauen. Das ist jetzt eben das Schöne an der Pause. Du kannst hier schön planen, wer kommt wann, wer macht was. Du kannst dann da gezielt den Kampf dirigieren. You're not laughing anymore. Well, this is odd. He did that without waking up. Turn around, Vargas. So, das ist unser Feind. Really? Why can we never find an educated opponent? You're back, brother. I shall deliver a sermon with my fists. So, und das ist jetzt der erste Kampf, bei dem wir uns noch ein bisschen Gedanken machen konnten. Ihr seht, die haben jetzt drei verschiedene... Ah, der Blitz ist noch dabei, ja. Drei verschiedene Naturen unserer Helden und wir haben fünf verschiedene Naturen... Nee, drei verschiedene Naturen bei fünf Gegnern. Und jetzt geht's halt los mit der Planung. Wen setzt man gegen wen ein, damit man mit möglichst wenigen Angriffen möglichst effektiv zuschlagen kann? Genau. Wir sind ja hier unten schon am Mauszeiger, dass der an dem Rad ist. Da sind wir schon kräftig am Planen, wen wir wo drauf schicken. Aber ich glaube, es geht dann leicht nach hinten los. Ich weiß es gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, so richtig effektiv waren wir dann nicht, ja. Lass mal abwarten. Was kann der noch? Der Priester konnte, glaube ich, so eine Schockwelle oder sowas machen im näheren Umkreis. Ja, irgendwie sowas kann er machen, ja. Okay, der charged vor, ja. Ich glaube, die war die stärkste. Von allen, deswegen haben wir gedacht, der Krieger greift die mal an. Aber das war jetzt eigentlich schon relativ blöd, weil wir hätten den sollen ein Stück vorlaufen lassen und dann da reinchargen. Ja, ja. Und dann hätte er gleich mal drei mitgeräumt. Ja, den haben wir, versuchen wir jetzt effektiv, weil er Blitz ist, auf den Wassertyp zu schicken. Genau. Und sie hatte, glaube ich, sie durfte, die Bogenschützin durfte einfach nicht angegriffen werden von der Stahlfrau, weil sie sonst ziemlich schnell dann gegangen wäre.
Genau, eigentlich hätten wir sollen den Metall erstmal auf die anderen beiden schicken, aber ja, da hatten wir andere Pläne. Ja, dann war der Gedanke, möglichst schnell sie wegkriegen und hoffen, dass sie keine Akku zieht. Doch nicht? Gedacht ist. Ah, ja, stimmt. Da hat er gemeint, ja, natürlich, man kann das natürlich auch noch auf den Hinteren schicken. Dann trifft es alle drei bei der Fähigkeit. So hätten wir es theoretisch auch mit dem Krieger machen sollen. Ja. Aber ja, haben wir jetzt nicht gemacht, sieht man ja. Oh, die haben sogar alle eigene Namen. Ja, wir haben nicht, jetzt, nicht nur Bandit. Jetzt ziemlich lang gebraucht, aber das war eben noch der Anfang. Wir haben noch keinen richtigen Kampf geführt. Und los geht's. Und jetzt rast er eben in die ganz andere rein. Und der Schuss ging halt vollkommen daneben. Und erstmal ganz schnell Pause gemacht. So, shit. Das war jetzt nicht so wie geplant. Aber hat immerhin 4 abgeräumt. Ja, immerhin. War den vorderen, der als Ziel war, verfehlt, aber die anderen hat er abgeräumt. Und jetzt ist, glaube ich, der Worst Case eingetroffen, denn der Metallgegner greift unsere Naturfrau an, unsere Bogenschützin. Ja. Steht mittendrin in der Gruppe, was sie ja eigentlich gerade nicht sollte. Und wir waren da am heftig diskutieren an dem Stand und so, nein, mach das weg und lass sie laufen und stell ihn dahin und mach das und jenes. Ja, jetzt hat uns, glaube ich, der Entwickler erklärt, dass wir auch, obwohl es Abklingzeit hat, trotzdem die Fähigkeiten queuen können, damit sie das eben dann machen, wenn sie wieder fertig ist. Und so hat man eigentlich einen pausenlosen Übergang von den ganzen Fähigkeiten und kann den maximalen Damage austeilen. Wenn man es queuen würde, aber ihr seht ja, haben wir nicht gemacht. Nee. Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch mit dem Queuen meine Probleme. Da musste man, glaube ich, die Steuerungstaste oder Shift gedrückt halten, damit man die ganzen Fähigkeiten anreihen kann. Und ich habe immer vergessen, Steuerung oder Shift zu drücken. Und dann ging es eben immer wieder mit der ganzen Scheiße von vorne los. Hat alles gelöscht, was wir gequeued hatten, und hat nur die letzte Fähigkeit gemacht. Ja, stimmt. Ja, jetzt haben wir hier, glaube ich, gequeued, ne? Ja, beim Links hat's geklappt. Bei dem Priester. Elektromönch, Priester, was auch immer. Da ist der nächste tot. Ja, es geht voran. Also die Hauptgegnerin haben wir gerade gestaunt gehabt. Ja, und hier sehen wir, der Wasserkerl hat keine Chance gegen den Priester gehabt. Und jetzt wird noch aufgerollt. So, das war der erste Kampf jetzt hier. Glorreich gewonnen. Das haben wir auch schon durch mit dem Tutorial. Was spielen wir jetzt? Nein, ich glaube, jetzt kommt noch die Aufbau. It didn't take much to deal with those bandits. They ran off, yelling the usual threats. I'll tell the boss about this. My brother's bigger than you. Meanwhile, our heroes were a bit stuck. With bandits, as with so much else in life, there's always the chance that there actually is a big brother or two. Deciding to head for a nearby town, Brother Anselm remembered, they wondered, how bad could it be? Well, actually, pretty bad. Really bad. Just bad. But there was one shining light in all this darkness. One ray of hope, one thing that the forces of evil ranged against the champions and the people of Anteria had not reckoned with. Me. As you can see, I was in a bit of a pickle. Do please resist the hanging around jokes. Having seen a bunch of beaten bandits come running past, soon followed by this lot, even I could put two and two together and see an opportunity. I called them over. They were justifiably suspicious. I mean, there I was, at pillory, with no one seeming to help. What would you think?
I pointed out the people would have helped me, only they were a miserable, malnourished lot, tired of being beaten half to death by the bandits that had hung me up there. I knew Randall, leader of the local scallywags, was away for a time. I told the champions that and outright asked a favor. Could they help us get the town knocked into shape so we could defend ourselves and maybe help with the bandits? Mind you, wasn't much they could do for me. They cut me down, but those Starks, they were old magic. I was stuck until they could find the key. Funny how that didn't tip them off. Oh well. In return for a place to stay for a while, and a chance to show off what they could do in front of an audience, the champions agreed to help out.